Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe nochmal Infos zu geben, und zwar Sonntag, 15. April. Da ist das letzte Anmelde, die letzte Anmeldetermin für die Präsidentschaftswahl in Minecraft Chaos. Ich habe eigentlich überlegt am 8. April, aber ich habe auf eine Woche verschoben, weil heute schon der Dienstag ist, also wäre es schon wieder viel zu wenig Zeit. Deswegen 7 Tage darauf, 8 plus 7 ergeben gleich 15. Also Sonntag, der 15. April. Bis dort, dann habt ihr Zeit. Und in diesem Video werde ich euch nochmal ganz kurz erklären, wie was so ungefähr hinkommen könnte. Unbearbeitet heute mal, ja, weil es ist ja nur ein Infovideo und da muss man nicht groß bearbeiten. Zuallererst habe ich hier nochmal ein paar Leute aufgeschrieben, wo meine Schrift eh keiner lesen kann. Ich lese die Teilnehmer vor. Dieser fett durchgestrichene, durchgekritzelte war Polatkohl, den schreibe ich aber wieder neu. Ja, Polatkohl hat doch nochmal eine Chance. Weil ich mich momentan mit dem auch soweit ganz gut verstehe, weil ich mich auch mit dem so, ja, halbwegs wieder vertragen habe. Also ich verstehe mich wieder ganz gut eigentlich mit ihm. Und ja, deswegen hat er das auch, glaube ich, mal verdient, auf dieser Liste zu sein. Dann haben wir noch Zombie Gamer Freak, Gordon, aka Alf, Mark Grütze, Bulette, Justin Clash LP und Snickers, Rizzo TV und Igor minus Milano Vion, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Für den Fall, falls weitere Leute mitzocken wollen, ich werde mal schauen, mich mal erkundigen, ob man auch Crossover spielen kann. Das heißt, ob man das auch über PC machen kann. Weil auf jeden Fall die PS4-Leute, die können auf jeden Fall. Und ja, ich habe halt zum Beispiel gestern Crossover mit meinem Bruder Fortnite gezockt, er berechne ich über PS4. Müsste ich mich erkundigen, wie das geht. Und dann denke ich mal, könnte man auch Crossover zocken. Das heißt, auch die PC-Leute könnten das ganz gut machen dann, ja. Also die könnten dann uns beitreten und dann, ja, wäre ganz gut. Und jetzt noch kurz zu dem Ablauf dieser Präsidentschaftswahl. Und zwar wird das nicht folgen, die ersten sieben, sondern alle, die in den Lostopf sind, werden quasi in Gruppen gezogen und je nach Teilnehmeranzahl werde ich das denn in Gruppen aufteilen. Also zum Beispiel sind 16 Leute und dann 8 Gruppen, jeweils 2 Leute pro Woche. Ja, und da kann man immer innerhalb einer Woche abstimmen, für wen man ist. Und der mit mehr Stimmen kommt natürlich weiter in die nächste Runde. Und das ist dann bis zur Präsidentschaftswahl, also bis das Finale gewonnen ist quasi. Und ja, je nach Teilnehmeranzahl wird das dann so gemacht. Wenn jetzt zum Beispiel mehrere Leute kommen, dann vielleicht in einer Gruppe 3 oder so. Je nach Teilnehmeranzahl. Aber das wird dann halt ausgelost, wer gegen wen dann in einer Gruppe. Und ja, dann wird das wie so eine Art klassisches Turnier gespielt, ja. Der mit mehr Stimmen gewinnt und der Gewinner kommt eben in die nächste Runde. Und ja, so ist es dann halt. Für Fragen oder so oder einfach Hashtag ich mach mit. Auf jeden Fall, dann seid ihr mit dabei. Dann schreibe ich euch auf. Und falls auch irgendwelche Fragen sind, gerne unter dieses Video. Würde mich sehr freuen. Und ja, hättet ihr Bock auf eine Präsidentschaftswahl überhaupt? Ich denke mal, manche ja. Aber oben rechts werde ich das mal dann wahrscheinlich irgendwo verlinken. Ja, wird auf jeden Fall cool. Ja, Dankeschön. Auf jeden Fall erstmal dafür und hasta la vista.